Ja, GG, da vergisst der Crit-Gamer ernsthaft im letzten Part die Soundeinstellungen ordentlich anzupassen. Jetzt habt ihr natürlich dadurch einen super lauten Part. Hat der Crit mal wieder toll gemacht. Applaus an der Stelle. Grandios. Hey Guys und Girls, hier ist wieder euer Crit-Gamer. Zurück zu Let's Play Cry of Fear in, ja, Scrolls of Shaman, dem von Zig Shadow erstellte Custom-Kampagne, und die ist schon ziemlich gruselig bisher. Das kann man so und nicht anders sagen. Nur habe ich einen kleinen dummen Bockmist gebaut im letzten Part. Ich habe nämlich aus Versehen die Türe aktiviert und jetzt komme ich nicht mehr zurück und da wäre ein Speicherpunkt gewesen. Jetzt müssen wir uns ohne vorankämpfen. Hey, das hat der Crit wieder super hinbekommen. Also die letzte Folge hat so gesehen mit einem riesigen Fail geändert und ja, ich habe schon Angst, was uns jetzt hier erwartet. Ich möchte. What the hell, was war das denn? Wow, das war gerade richtig gruselig. Okay. Ich dachte nur so. Okay, alles klar. Okay, und Simon kann Seiltänzer werden. Okay, da möchte ich mich mal jetzt ganz langsam fortbewegen. Unsere Mühen werden belohnt. Uhu. So, ob da hinten noch was ist? Hier ist noch was. Aber jedes Magazinclip, das wir finden, macht so viel einfacher. Ja. Nein, hier ist nichts. Okay. Lassen wir uns mal hier fallen. Die Musik dröhnt in meine Ohren. Mal vorsichtig springen. Mit den Duckjumps weiter. Okay, wenn das nur ein Jump'n'Run-Parcours ist, dann geht das hier noch. Mutig voranschreiten. Wow, wer bist du denn? Was bist du? Geh weg! Siehst irgendwie, ich weiß nicht, wie ein Priester aus, wie ein Mönch. Und gleichzeitig, ich möchte es ungern sagen. Falsche Taste. Ja, nee, ich sag's lieber nicht. Ich sag's nicht. Komm, hier ist hell genug. Da geht's auch so. Ha! Oh, habe ich dich jetzt in die Schockstarre gepackt oder wie? Aua. Er ist besiegt. Oh, das ist wirklich jetzt hier echt gruselig gewesen. Okay. Ansonsten nichts hier. Ich bin jetzt natürlich mega vorsichtig. Nicht, dass ich doch was verpasse. Wow! Ist das ein Buch? Und plötzlich sind die Engel kleiner geworden. Oh! Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Wo sind wir jetzt gelandet? Was zum? Wo bin ich jetzt hingefallen? Beneath the Pyramid. Muss ich das jetzt echt jedes Mal anhitten, oder wie? Weil ich kann sehen. Okay, danke. Okay, wir haben so einen Speicherpunkt geschafft. Hätten wir das schon mal erledigt. Aber ich meine, guckt euch das mal an, wie geil das designt ist hier. Simon, kannst du wieder Hieroglyphen lesen? Ja, diesmal sind sie zu hoch. Ich meine, das sieht schon echt geil aus. Hier, die Idee. Cool, man kann hier auch sogar unter Wasser was auftauchen. Was habe ich jetzt hier aktiviert? Hier habe ich jetzt einen Schalter gedrückt. Mit dem ich jetzt eine Türe freigeschalten haben. Okay. Das war kein Deutsch, ich weiß. Aber ich habe eine Türe freigeschaltet. Ah, und jetzt hat sie sich wieder zugesperrt. Soll ich jetzt echt hier lang? Ah, ich muss hier lang. Okay. Boah, was für eine gemeine Falle hier. Und ich bin tot. Ich wollte unbedingt den Longjump machen und habe den genau dann ausgeführt, als ich für eine Millisekunde in der Luft war. Ja, GG. Das habe ich ja mal wieder zu bekommen.
Okay, komm, das schaffen wir. Aber es ist halt schon mega geil designt. Wirklich eine fabelhafte Idee. Okay. Dann machen wir es einfach mit der alten Taktik. Rennen und normal springen. Oh, was kommt denn da jetzt? Auch hier die Riesenstatuen, die richtig geil in schrillen Farben glänzen, sind toll. Oh Gott. Das ist jetzt... ich weiß nicht, auf welches Symbol ich jetzt hier treten darf und auf welche nicht. Ah, es steht hier. Also ich sollte sofort nach links gehen. Und dann eine lange Richtung nach rechts. Aber von wo aus? Ist das jetzt Trial and Error? Ich werde es hier machen. Ja, komm, let's try it. Ah! Natürlich war's falsch. Okay. Ich verstehe schon. Ich falle jedes Mal in das Wasser. Will ich nicht. Ist richtig gemein, wär, wenn da unten was versteckt wäre. So, open the door. Dann run for your life. Okay. Nochmal lesen. Oh, da oben. Das ist ein Hinweis, wo man drauf treten können, wo nicht. Oh, wisst, wie cool ist das Ding gemacht? Ich glaube, ein Feld kann er noch und jetzt hier nach rechts. Yay, Rätsel gelöst. Boah, cool. Richtig cool, so mit Rätseln und allem. Und Horror. Ich denke, ich habe was geöffnet da hinten. So, jetzt müssen wir denselben Weg aber nochmal zurück. Okay, und die Tür müssen wir auch nochmal öffnen. Und zwar schnell! Bevor es hier wieder zugeht. Okay, müssen wir uns auch nochmal hier vorbei schmuggeln. Okay, das hat geklappt. Und dann zurück in den Hauptraum. Die Musik ist schon die ganze Zeit so unheimlich und unbedeutend. Da habe ich ein bisschen Angst, dass da jetzt gleich was passiert. Oh Gott, ey. Das ist sehr... Es ist eine Nee, ne? Ernsthaft? Das ist auf Zeit? Na, klasse. Super. Das heißt, ich muss es echt auf Zeit machen. Oh Gott, das Wind, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Also hier und hier beim Rot nach rechts. Gut, Weg automatisch gelernt, ja. Boah, das ist jetzt ein bisschen gemein, muss ich sagen. Okay, dann hat es natürlich überhaupt nichts gebracht, da was zu öffnen. Abzuspeichern, meinte ich. Oh fuck, ich hätte noch... Jetzt hätte ich nochmal drücken sollen. Super. Ah, es ist schon, es bleibt geöffnet, okay. Das wollte mich nur zum Trolling nochmal stießen, okay. Dann hier vorbei. Beeil dich, komm, öffne dich schnell. Schnell durch! Wow. So laut werden die Herrschaften da unten. Ich weiß, es ist halt allen Aufruhr, dass da jemand den Tempel betritt, aber... Seid nicht so laut, okay. Komm, ich wechsle mal auf die Combo. Kann ich hier was machen? Ah ja, hier ist ein weiterer Hebel, der diese Türe öffnet. Und die Musik wird lauter. Die Musik wird lauter, Leute. Oh oh. Hallo? Jemand da? Es sieht doch mega... Ja, da oben. Ist doch ultra auffällig auf. Hier wird gleich was passieren. Here we go. Ich habe keinen Sprit mehr, ne? Das heißt, wenn mir jetzt was passiert, dann bin ich am Arsch. Hebel gedrückt.
auffällig. Es ist nichts passiert. Doch, da fährt sich was hoch. Ah, ich verstehe schon. Oh, Mist. Da hätte ich jetzt nicht drauf gehen sollen. War ja auch ein bisschen dumm. Ich dachte, ich muss von da auf da und dann hier hin. Hallo? Fahr dich hoch. Ich weiß, dass ich da oben hin muss. Ach, deswegen. Man hat ein bisschen Zeitraum. Und da muss man hier drauf. Ah, verstehe schon. Okay, jetzt kommt zum... kann nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Und hier kann ich mich nicht mehr durchquetschen. Das ist super. Das heißt, ich muss das jetzt jedes Mal von vorne machen. Oh Mann, das ist nervig. Ich finde es ein bisschen blöd gemacht, dass sich die Türe da wieder schließt. Wie laut die Türen hier auf und zu gehen. Komm, nochmal speichern. Jetzt ist die Türe offen. Komm, komm, komm. Schnell, schnell, schnell. Jetzt sollte man da nicht jedes Mal durchgehen können. So, das bricht zusammen. Dann gehen wir hier in den Raum. Wo ich ja wirklich dachte, da passiert gleich was. Irgendwas Übles, Fieses. Ist ja auch ultra gemein wäre. So, aber ich glaube, einer der Säulen bricht zusammen. Also das heißt, schnell weiter. Oh, und ich stürze schon wieder ab. Das gibt's doch nicht. Ah, super. Probier's jetzt trotzdem, ist mir jetzt egal. Muss ich jetzt halt jedes Mal sprinten. In Wirklichkeit ist noch nicht mal was passiert. Super. Das heißt, ich habe mich komplett umsonst unter Druck setzen lassen. Okay, dann lade ich nochmal neu. Das war nur ein Fake. Und der Fake hat über mich gesiegt. Super. Ich muss dann wahrscheinlich durch die Tür oder so. Das ist schon cool designed, ey. Jetzt mal ernsthaft, guckt euch das mal an. Das ist schon echt cool gemacht. Vor allem haben wir jetzt mehr so ein Rätselpart. So zuerst der Horror und jetzt das Rätseling. Vor allen Dingen, wie lang geht das noch? Ist die Frage. Was passiert hier? Also jetzt mal ernsthaft, was passiert? Oh, so dumm. Sprinten und dann da drauf. Okay, jetzt gibt's hier ein paar Fails. Das hat man tatsächlich schon länger nicht bei dem Projekt. Ich glaube, wir hatten tatsächlich noch nie bei dem Projekt so richtige Fail-Stellen von mir gehabt. Jetzt habt ihr sie, Guys and Girls. Jetzt habt ihr sie endlich. Und hups. Gut, dann sprinte ich halt. So. Jetzt haben wir es auch mal endlich hier hoch geschafft. Oh, und... was? Ihh! Was macht ihr denn da? Oh Gott, nicht runterstürzen. Nicht runterstürzen. Ernsthaft? Muss man sich jetzt von da fallen lassen und kriegt Fallschaden? Super. Okay, komm. Öffne dich. So ist gut. What the hell? Schnell durch da. Super, jetzt bin ich low life. Scheiße, willst du mich verarschen? Was ist das denn jetzt? Ach, ich kann das verschieben wie so ein Puzzle. Okay. Ich habe mich irgendwie durchgemogelt. Spritze? Heilung? Irgendwas? Hoffnung? Ende? Noch mehr Türen. Ich gehe einfach so schnell wie möglich durch. Nicht, dass mich irgendwas Böses erwartet. Wenn, ich habe meine Knarre gezückt. Okay, warum kommen jetzt hier so viele Tore hintereinander? Oh mein Gott, was ist hier los? Hm. Oh. Hey, schicke Shirt. Ach du
Scheiße, ey, was ist hier los? Oh, ist das übel. Holy shit. Das wird immer schlimmer. Was kommt jetzt? Ein unendlich langer Gang. Was steht hier? Eintrag 34. Es ist 2 Tage her, seitdem das Ding rausgegangen ist. Viele von meinen Freunden, Kollegen, nahen Freunden starben. Und irgendjemand haben sie in, weiß was ich was verwandelt, aber ich habe überlebt. Ich bin diesem Viech ganz knapp entkommen, aber unglücklicherweise bin ich im Untergrund der Pyramide gelandet. Das ist es. Ich werde heute sterben. If only I. Wenn ich nur wetten könnte. Mit der blöden Reise, mit diesem blöden Professor Sophie. Wenn ich überlebe, wenn ich das überlebe. Ah, möchte ich irgendwann mir ein Zuhause bauen. Direkt am See, nahe Kirkville. Das ist das, wo Simon gelebt hat. Das Dorf heißt Kirkville. Okay, das ist irgendwie jetzt so cool, so eine Backstory, wie jemand wohl sein Haus nahe des Sees gebaut hat. Okay. Auch geil. Eintrag 35. Ich betrete den Untergrundpart der Pyramide. Und ich begegne vielen verwandelten Biestern. Ich war sogar in der Lage, einige von ihnen zur Strecke zu bringen, aber es waren so viele. I bit myself here in this ball. Ich glaube, ich bin einfach eingesperrt in diesem Ball mit einem blutenden. Also irgendwas hat, er hatte irgendwelche Kopfblutungen wohl gehabt. Ich glaube nicht, dass ich das hier überleben werde. Wenn jemand das liest und hier durch will, bitte folge dem irgendwas folgen. Okay. Das ist nicht gut. Ja, da kommt irgendwas, da kommt irgendwas. Da kommt irgendwas, da kommt irgendwas. Flüchten. Irgendwas rennen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Hey, ich habe den Todesschock gerade bekommen. Glaubt's mir oder nicht, aber ich habe gerade den Todesschock bekommen. Oh mein Gott, ey, war das gerade gruselig. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Wie soll ich von da oben runterkommen? Ohne Fallschaden zu nehmen. Ich weiß, wo ich jetzt von da oben runterkomme, ohne Fallschaden zu nehmen. Ach, verflixter Mist. Okay, ich habe ja Zeit. Wir können warten. Ah, das Ding kommt schon wieder runter. Das ging ja schneller als erwartet. Okay. Hopp. Gut, dann weiß ich jetzt, wo ich hin muss, ohne Schaden zu nehmen. Hey, was ist heute los? Mann, das gibt's doch nicht. Alter, ich faile heute sowas von. Also ihr habt jetzt echt die allererste Fail-Folge von mir. Oh Mann, was ist das? Ich glaub das nicht. Was ist hier heute los? Also ich verkack wirklich überall. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, und jetzt rechts runter. Einmal, zweimal, dreimal. Und ohne Fallschaden hier runtergekommen. Jetzt schnell hier vor. Und jetzt schnell hier durch. Schnell, schnell, schnell! Okay. Was? Was suchst du denn hier? Okay. Scheiße. Ich fühle mich minimalistisch unter Druck gesetzt. Nur minimalistisch. Okay. Puh, geschafft. Und jetzt wieder durch die 1000 Türen, die jedes Mal schlimmer werden.
Das ist schon echt Horror gemacht. Hier, guckt zuerst gegen die Lichter aus. Es wird dunkler. Und dann sieht man die tote Freundin und dann einfach hier das Creepypasta hier. Das ist schon krass gemacht, wirklich wahr. Und Guys und Girls, ich sehe schon, wir haben wieder, ja, 21 Minuten Aufnahmezeit. Ob wir es jemals aus dieser Pyramide, aus dieser Horror-Teufelspyramide herausschaffen, erfahrt ihr im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat diese Fail-Folge gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag da draußen und ich würde sagen, bis denn und ciao. Alter, ich werde fertig sein nach dem hier.